Ich begrüße euch zu meinem siebten Themenvideo aus der Reihe Denk mal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema künstliche Intelligenz. Die Digitalisierung schreitet voran und immer mehr Prozesse werden durch künstliche Intelligenz automatisiert. Ist dieses aber eine positive Entwicklung? In diesem Video will ich auf die digitale Automation eingehen. Um das Thema im Ganzen zu erfassen, müssen wir aber einen Schritt zurückgehen. Die Verwaltung von Unternehmen und Behörden läuft bereits seit Jahrzehnten nur noch über Computer. Wie oft kommt es vor, dass die Arbeit in einer Behörde oder einem Unternehmen lahm liegt, nur weil es eine Fehlfunktion am Computer gibt? An dieser Stelle ist schon etwas falsch gelaufen. Die Technologie, welche sich entwickelt hat, sollte uns das Leben und die Arbeit vereinfachen. Was aber leider passiert ist, dass sich viele davon abhängig gemacht haben. Anträge, Kundenaufträge, Buchhaltungen und vieles mehr liegen brach und die zuständigen Angestellten sind nicht arbeitsfähig, weil ohne die neue Technik nichts mehr läuft. Zumindest war es lange noch üblich, auch wenn sich auf technische Innovation mehr verlassen wurde, als es gesund war, dass die Geschäftsführer bzw. die Amtsleiter noch Entscheidungen getroffen haben. Auch konnten unter gewissen Umständen, nach Akteneinsicht, durch die Sachbearbeiter eine Entscheidung getroffen werden und die Arbeit abgeschlossen werden, wenn die Technik dann irgendwann wieder funktioniert. Die Entwicklung geht jedoch in eine Richtung, dass selbst diejenigen, die Verantwortung tragen, diese Entscheidungen abgeben. Ein Algorithmus aus einer Ansammlung von Möglichkeiten von künstlichen Intelligenzen entscheidet. Die Verantwortung trägt jedoch weiterhin derjenige, der vorher Entscheidungen getroffen hat. Jetzt kann man natürlich sagen, dass es die Entscheidung des Verantwortlichen ist, sich diese Entscheidungen abnehmen zu lassen. Wenn diese künstliche Intelligenz jedoch in der Lage ist, selber zu lernen, öffnet sich eine große Gefahr. Aus dem Alltag sehen wir, am Beispiel von Betriebssystemen und Computerprogrammen, dass uns durch die Programmierung von künstlichen Intelligenzprozessen immer mehr Freiheiten und Möglichkeiten genommen werden. In den 80er und 90er Jahren waren Programme und Betriebssysteme noch so ausgelegt, dass man als User jeden Prozess noch frei steuern konnte. Der Marktführer hat es mittlerweile so weit gebracht, dass dem User jede Möglichkeit genommen wurde, eigene Einstellungen vorzunehmen. Die Freiheit eines jeden Nutzers wird durch technische Programmierungen eingeschränkt. Dafür muss man dann auch noch viel Geld bezahlen. Ohne finanziellen Aufwand gibt es solche Softwarelösungen auch als Open Source. Diese sind den eingeschränkten Systemen in jedem Fall vorzuziehen. Künstliche Intelligenz nimmt uns in sozialen Netzwerken sogar unsere Grundrechte. Jeder hat das Recht, sich frei zu äußern und sich ungehindert aus frei zugänglichen Quellen zu informieren. Die künstliche Intelligenz wird eingesetzt, um Beiträge und Kommentare mit festgelegten Inhalten auszusortieren und zu löschen. Natürlich im Sinne gesetzlicher Vorgaben. Was dabei untergeht und somit das Recht eines jeden verletzt, ist die Tatsache, dass Satire und Zitate, was aus jeder Löschpflicht ausgeschlossen ist, von künstlicher Intelligenz nicht erkannt werden kann. Dazu kommt, dass durch das Filtern von Interessen durch künstliche Intelligenz niemand mehr Zugriff auf alle Informationen hat, beziehungsweise man nur Zugriff selektiv informiert wird. Das führt zu einem Eingriff in unser Rederecht und unsere Informationsfreiheit. Zum Thema Rederecht wird auch ein gesondertes Video kommen. Ein Blick in die Zukunft, wenn die Entwicklung so weitergeht, verheißt leider nichts Gutes. Wir machen uns immer abhängiger von diesen Prozessen der künstlichen Intelligenz. Die Programme werden mittlerweile so ausgebaut, dass die Algorithmen die Fähigkeiten des Selbstlernens bekommen. Somit geben wir einer Technologie die Möglichkeit, über uns zu entscheiden, über unseren Kopf hinweg eine Entscheidung zu treffen. Dieses Parallel mit der Entwicklung von Robotern, welche den Menschen ähneln sollen, stellt die Frage, wohin das gehen soll. Ein Blick in die filmische Science Fiction zeigt uns zu dem Thema eine Änderung der Darstellung. Darstellungen künstlicher Lebensformen wurden vor 20 Jahren noch positiv dargestellt und haben Wissenschaftlern den Anreiz gegeben, daran zu forschen und Möglichkeiten zu entwickeln. Beispiele dazu findet man in Filmen wie der 200-Jahre-Mann, in Serien wie Star Trek The Next Generation bei Data und auch in Filmen wie iRobot. Je näher man jedoch der realistischen Möglichkeit kam, umso kritischer wurde die Darstellung. Ist die Gefahr bekannt oder will man sie überspielen? In Darstellungen der letzten Jahre wurde in Bezug auf künstliche Lebensformen nicht selten ein Genozid und Völkermord damit in Verbindung gebracht. Ob nun in Terminator,
in der Serie The Orville, bei den Keloniern oder bei Star Trek Picard, bei dem die Folgen eines Angriffs durch Androiden einen ganzen Planeten zerstört haben. Die Änderung der Darstellung ist auffallend. Entwickelt es sich nun hoffnungsvoll weiter, dass wir die künstliche Haushaltshilfe bekommen, welche uns immer freundlich zu Diensten ist, oder züchten wir uns etwas heran, was seinen Schöpfer, also uns, am Ende zerstören wird? Diese Unberechenbarkeit lässt meine Sorge, wenn es um das autonome Fahren geht, richtig ansteigen. Autonomes Fahren ist momentan in aller Munde und wird uns wohl beschert werden. Hier wird einer künstlichen Intelligenz die Kontrolle eines der gefährlichsten Bereiche unseres täglichen Lebens gegeben, dem Straßenverkehr. Es fängt schon mit der Frage an, wer diese KI programmiert. Ist es ein Programmierer, der sein Handwerk versteht, oder einer der vielen, die vorgeben, programmieren zu können? Programmiert er entsprechend verkehrsgesetzlicher Bestimmungen und moralischen Grundlagen, oder ist er ideologisch orientiert? Werden in unserer grenzüberschreitenden Zeit die gesetzlichen Bestimmungen aller Länder berücksichtigt, oder laufen wir mit einem Fahrzeug, welches wir in Deutschland gekauft haben, Gefahr, im umliegenden Ausland gegen Gesetze zu verstoßen? Wer haftet, wenn die KI, und wenn es nur wegen einer Fehlfunktion ist, gegen Verkehrsregeln verstößt und dabei möglicherweise einen Schaden verursacht? So gut der Programmierer auch ist, es gibt noch keine gesetzlichen Vorgaben, wem das Fahrzeug verpflichtet sein soll. Somit arbeitet der Programmierer im Auftrag der Automobilindustrie und es kann von Fahrzeug zu Fahrzeug erhebliche Basisunterschiede geben, nach denen die KI eine Entscheidung trifft. Ist das selbstfahrende Fahrzeug primär den Insassen verpflichtet, den anderen Verkehrsteilnehmern oder nur sich selbst? Ist sichergestellt, dass der Schutz des Lebens vor einem möglichen Blechschaden eingeordnet ist? Nach welchen Kriterien entscheidet eine KI, wenn ein Ausweichen und ein Unfall unausweichlich ist, wer geopfert und wer verschont wird? Hat der Käufer des Fahrzeugs ein Mitspracherecht, um sicherzustellen, dass der Inhaber und seine Nahestehenden priorisiert geschützt werden, um nicht ansehen zu müssen, dass man im Notfall seine eigenen Bekannten oder Familienangehörigen überfährt? Fragen über Fragen. Ich bin der Ansicht, dass jede künstliche Intelligenz zu jedem Zeitpunkt durch einen Menschen ohne großen Aufwand deaktiviert werden können muss. Der Mensch muss immer die Möglichkeit haben, zu jeder Zeit die Kontrolle zu übernehmen. Die KI darf niemals die Möglichkeit bekommen, über den Menschen zu befehligen. Wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt das Video auch gerne herunterladen und in euren Kanälen erneut einstellen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch in meinem nächsten Video nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg.